Ach so, sie hat dem Crazy Earl ihre Unterwäsche gegeben. Wie kann man nochmal runterscrollen? Bildtaste. Ach, Bildtaste, ja. Begib dich zum Rap Yard und sprenge einen Weg frei, um dich mit dem verrückten Earl zu treffen. Weg freigeräumt, 0 von 1. Hast du schon die bärtige Schildkröte getroffen, den verrückten Earl? Versteckt sich vor mir auf seinem Schrottplatz. Jedes Mal, wenn ich versuche, ihn zu sehen, muss ich ein Loch in seinen Müllhaufen schießen. Egal, er hat ein Stück des Kammerschlüssels und außerdem einen Großteil meiner Unterwäsche. Die Einzelheiten dieses Geschäfts sind unwichtig. Hol einfach das Artefakt. Die Dame ist echt verrückt. Jo, ja, Mama. Und wenn sie jetzt sagt, der Earl da ist verrückt, dann ist ja. Erst Stefan Raab und jetzt die eine, die ihre Unterwäsche verhökert. Ich weiß nicht, was die da genau macht, aber... Die sollte mal Gast bei Stefan Raab werden. So, also wo finden wir denn diesen Earl? Da müssen wir, glaube ich, dahin gehen. Ich höre komische Geräusche. Ach, da ist noch so ein... Ich lass den mal hängen. Ich schieße jetzt nicht ab. Alter, diese ganzen komischen Linien, die halt bedeuten bestimmt irgendwas. Boah, Besuch! Verzieht euch! Hast du eine Säurewaffe? Warte. Achso, das war Feuer. Ja, habe ich. Die musst du benutzen bei den Viechern, die hilft ganz gut. Da hinten ist noch eine Munikiste. Ah, die war schon offen, okay. Die haben wir schon. Ja. Ist noch nichts mehr drin. So, wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Gute Frage, nächste Frage. Laufen wir einfach den Weg wieder zurück. Wir haben ja Zeit. Ja. Kannst du das Auto nehmen? Ja. Soll ich fahren? Ja, bitte. Huch. Nein. Ah doch, stimmt ja. Liegt ein Feuervogel rum. Wie steuert man nochmal? Mit der Maus. Ah, stimmt, einfach nur mit der Maus. Genau. Wo müssen wir hin? Wahrscheinlich da lang irgendwo. Hä? Hä? Was bin ich da denn gerade hängen geblieben? Schießt du schon wieder so viel, Alter? Es sind überall nur diese Drecksviecher. Huch. Huch. Es läuft nach wie vor gut. Oh, ich glaube, wir sollten aussteigen. Ganz schnell. Okay. Wow. Ist noch gereicht? Ja. Oh. Ich kämpfe um mein Leben. Wo ist denn hier jemand, auf den ich schießen kann? Brauchst du Hilfe? Hilfe, ich sterbe. Warte, ich komme. Oh. Gut. Also gut. Jo, ich lebe. Kontaktgranaten wieder. Haben wir hier noch alles? Da unten lag noch was. Was ist das? Kontaktgranaten. Hier sind zwei Kisten. Ja, aber es sind ja nur Munitionskisten, oder? Ja. Ja. Ist ganz nett, dass wir die da haben, aber. So, Flocke hier ist ein Revolver, glaube ich.
Moment, ich komme gleich. Erzeugt Säure nur, weil wir ihn aufgebraucht. Hier liegen ein paar Sachen rum für dich wahrscheinlich. So, ich schau gerade mal oben. Oh, hier ist noch eine Waffenkiste. So. Money, money. Was ist da drin? Scharfschützengewehr. Läuft. Schauen wir mal, ob das was taugt. 230 ist besser. Zielgenauigkeit ist besser. Feuerrate. Ja, leider nicht so. Die hintere. Die ist sowieso nicht so geil. Alter, ich sehe nichts, wenn du so viel Sachen aufhebst. Also. Wieder nichts Sinnvolles. Schade. Nicht O. I. Nee, leider nicht. Dann müssen wir, glaube ich, jetzt woanders hin. War da drüben noch ein bisschen was an Muni? Oh ja, und da müsste dein Revolver auch noch rumliegen. Oder ein Revolver eventuell für dich. Das Ding hier meinst du, oder? Ja. Schauen wir mal. Nee, da ist zu schlecht. Ich nehme ihn zum Verkaufen mit. So, Säure auf 3, Feuer auf 2, Schock auf 1 und 4. Was ist da vorne denn? Arena. Siehst du das? Och nö. Komm, Flock, er sagt den Kampf. Er sagt den Satz. Welchen Satz meinst du denn? Den Bosskampfsatz. Das sieht mir ganz nach Bosskampf aus. Den da, oder? Ja, genau. So. Alter, wie diese Viecher früher explodiert. Ist das der Sch... Ekelhaft. Ich glaube, wir müssen da hin. Oh. Ich glaube, wir müssen in diese Richtung hier, Domme. Du bist ja schon wieder da. Na dann. Haben wir noch mal Glück gehabt. Ja. Mistviech. Das finde ich schön, wenn sie gerade auf einen zugeflogen kommen. Dann kann man viel leichter zielen. Ist das... Warte mal, ich muss mal auf die Karte schauen gerade. Da hinten... Also okay, es ist wurscht, wo wir lang gehen. Ob rechts oder links, dann gehen wir mal links. Ja, genau, da wo die viele Munition angezeigt wird. Genau, genau. Achtung, da vorne ist wieder so ein... Huch. Was ist das denn für ein komischer Rack? Ein Feuerrack. Oh. Los, Birdie! Ja. Alles muss man selber machen. Du, Flocke. Hm. Das hier sieht gruselig aus. Hm. Weiß es nicht, warte mal. Ist hier überhaupt was in die Richtung? Ja, wir müssen links rum. Rechts geht's gar nicht. Rechts wären wir hergekommen, wenn wir andersrum gelaufen wären. Oh, das sieht verdammt nach Bosskampf aus hier. Aber erst sind da mal Menschen. Voll daneben. Da ist ein Wahnsinniger. Der ist weg.
Der Wahnsinnige steht neben dir. Achtung, von links kommt ein Fetter. Hast du den, oder? Ja, das kriege ich hin, das passt. Achtung, Granaten. Das ist dieser Vogel, hey. Fliegt dahin wie so eine Schnecke. Was ja, hast schauen wir uns mal ein bisschen um. Wenn du bei mir auf Twitch gerade schaust, was steht da für ein Game unter unserem Stream? Was da für ein Game drunter steht? Mhm. Das Chaos kehrt zurück, Borderlands. Okay, gut. Weil bei mir wird nämlich immer noch PlayerUnknown's angezeigt. Aber das ist doch nicht mehr so korrekt. Oh, 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 das ist eine dicke, fette Waffenkiste, glaube ich. Okay. Oh, oh, ja. Irgendwas schießt. Ja, ich. Mhm. Okay, das sieht nach. Dicke, so fette Waffenkiste. Das ist. Ja. Hier, eine dicke, fette Waschmaschine. Juhu! Ich liebe Waschmaschinen. Da komme ich nicht hoch. Nö, komme ich nicht hoch. So, was ist das da? Munition. Ja, aber die kann ich gut gebrauchen. Hier kann man sich was kaufen. Wo kann man sich was kaufen? Ich komme. Oh, das ist ein Tresor. Waffen kann man sich hier kaufen. Yeah. Aber die sehen alle nicht so gut aus. Eine gute Pistole ist da dabei. Eine Legendary. Auch vielleicht kann ich was verkaufen, das ist ja auch mal sinnvoll. So. Hier so ein Sniper. Ja, weg mit. Gut. Wie kann das eigentlich sein, dass wir jetzt eigentlich schon seit längerem Waffen mit uns tragen, wo nichts anderes drüber kommt? Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Jetzt ist wahrscheinlich eher so die Feinheiten, sind wahrscheinlich jetzt eher so die Feinheiten, die den Unterschied zwischen den Waffen machen, wofür man dann einen Taschenrechner. Hier steht Piss off. Das, na dann gehen wir doch hin. Warte mal, da vorne war auch noch irgendwas. Ah ne, da ist bloß, okay. Ne, da müssen wir nicht hin. Echt? Geht's zu Trouble. Stimmt, Trouble ist wieder hier. Crazy Earls Scrapyard. Oh oh. Ich hab Angst. Haltet euch fest! Ich drücke. Oh. Ich dachte, ich muss ausdrücken. Ich bin noch da, 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 ich bin noch da. Oh, dieses Gefühl. Boah. Ha. Errungenschaft freigeschaltet. Borderlands ist beim Verreisen nicht abgeschmiert. Yay! Nein, okay, war nur Scrapyard entdeckt, aber. Die Heizung ist schön warm. Meine Füße ein bisschen dran. So. So. Regengranaten, was sind denn Regengranaten? Fliegen automatisch in die Luft und zielen auf darunter befindliche Ziele. What the fuck? Ich will ja mal ausprobieren. Du hast den Jäger, oder? Ich hab den Jäger, ja. Hier gibt's eine Mod für den Jäger. 65% Sniper-Riffle-Schaden bei kritischem Treffer. Plus 2 Fokus-Skill, plus 2 Arswurf-Skill.
die Heckenschutzmod, oder? Da ist SMG Tech-Regeneration, das interessiert mich. Kurs. Oh, Verzeihung. Heckenschütze Klassmod. Ist die Frage. Achso. Momentan habe ich eine Mod drin, da habe ich 5, also plus 5 Teamgesundheit Regeneration, zweimal flinke Hände-Skill, zweimal zügellose Abhilfe-Skill und zweimal Diebstahl-Skill. Ich glaube schon, dass es Sinn macht, wenn ich die nehme. Mich würde jetzt mal interessieren, was SMG Tech-Regeneration heißen soll. Das kannst du dir nicht leisten. What? Okay. Ach, der Flock, ey. Ich bin zu arm dafür. Tja, so viel dazu. Okay, keine Ahnung, was das sein soll. Da ist eine Hyäne. Ich will mal diese Granate ausprobieren. Oha. Nochmal. Die fliegt überhaupt nicht so weit. Okay, irgendwie mag ich diese Regengranaten nicht. Ist so schwer damit zu zielen. Nee, nicht Tab. Ich will mal Transfusionsgranaten, denen bin ich am besten. So, willst du diese Regengranaten haben, oder? Regengranaten? Mhm. Ich kann sie dir mal droppen. Warte. Warte. Ich hinter dir. Diese geil. Findest du? Ja, die taugen mir voll. Warte, was war das? Ah, die Bouncing Betty. Nö, will ich nicht. So. Da oben ist noch was. Was soll? Oh, warte. Ah, das ist nur. Okay. Eine Toilette ist hier. Hauptsache erstmal aus Klo gehen. Erstmal ordentlich kacken. Flocke, ja, schon zu spät. Da vorne leuchtet was grün in diesem Durchgang. Sieht nach Bosskampf aus. Diese Petroleumflaschen sehen auch nicht sehr. die explodieren auch, wenn man drauf schießt. Hm. Ich hab die nur noch wegfliegen sehen gerade. Schön. Schön. So, was haben wir hier alles? Waschmaschinen wieder? Oft links. Trouble rechts. Skeggully rechts. Hä, man kann hier mit der Tür sprechen. Was willst du? Triff den verrückten Earl. Begib dich zum Scrapyard und sprenge einen Weg frei, um dich mit dem verrückten Earl zu treffen. Haben wir gemacht. Oh, Tannis, diese Hexe, will also diesen merkwürdigen, fremdartigen Krempel, ja? Dann bist du wohl ihr kleiner Helfer. Fängt er einfach an zu quatschen. Pah! Und mich nennen sie verrückt. Was hast du denn jetzt für mich getan? Hä? Nee, was hast du denn für mich getan? Außer ein Loch in meinen Zaun hinten zu ballern.
Das möchte ich mal wissen. Ja, so. Das ist mein Gebiet. Lektion des Tages, hochexplosiv. Das klingt was nach dir. Lektion des Tages, hochexplosiv. Beschaffe Earls C-Ladungen. Lege sie aus und zünde sie. Diese verdammten Banditen haben meine C-Ladungen gestohlen. Sie müssen den Sprengstoff irgendwo in ihrem Lager deponiert haben. Du musst ihnen eine Lektion erteilen. Sie wollen meine C-Ladung? Schön. Wir werden ihnen gehörig in den Hinter treten und sie außer Gefecht setzen. Earls Sachen zu stehlen? Ha! Dafür landet ihr in der Hölle. Na dann? Da ist noch... Das ist mein Gebiet. Das musst du noch lesen. Sollen wir erst aufräumen, oder? Ja, komm, wir räumen erstmal auf. Ja, das ist hier 25 Banditen sind doch schnell getötet. Ja, es ist ja. Wo müssen wir dafür lang? Hier weiter? Ja, wahrscheinlich hier weiter irgendwo. Piss off. Okay. Also diese Säure ist echt sehr, sehr effektiv gegen die Viecher. Links lang oder? Gute Frage. Also laut Kristall müssten wir. Ja. Links ist aber Piss off. Piss off ist immer gut. Warning. Was steht hier? Underground Cable. Before digging. Boah, ist, nee, das ist zu schwer zu lesen. Schade. Also solltest hier nicht graben, falls du es vorhattest. Verdammt. Da habe ich extra meine Schaufel mitgenommen. Achtung, da vorne läuft so ein komischer Typ rum. Oh. Wow. Ach, da ist so ein Vetter. Ist das dein Vetter? Der rechte. Geht's dir gut? Ja, ich bin wieder fit. Ich glaube, hier ist eine Waffenkiste. Oh, hier steht auch noch ein bisschen was rum. Oh, hier ist so ein wertvolles Teil. Ein wertvolles Teil. Waffenkiste. Oh. Shotgun und Sniper. Hm. Ja, aber wieder nicht so gut, leider. Die Shotgun weiß ich noch nicht. Müssen wir schauen. Nee, auch wieder nicht. Boah, die Sachen sind alle so viel schlechter. Ich würde gerne mal wieder eine neue Waffe nehmen. Ich glaube, wir haben einfach gewaltig Glück. Ja, vor allem dieses Sledge. Ah, da vorne ist noch eine Waffenkiste. Einmal links und einmal hier rechts. Oh. Wow. Boah! Okay. Ich bin runtergefallen. Ich weiß nicht, wie ich wieder hochkomme. Wahrscheinlich mit zurücklaufen. Ja, aber wohin ist zurück? Ich glaube, ich muss davor. Und ich höre irgendwas ganz Lautes. Ich renne mal lieber ein bisschen. Ich glaube, ich muss davor, um dann zurück zu können. Und hier ist auch nochmal eine Waffenkiste. By the way. Also. Ja, die Musik ist krass laut wieder. Es ist nö. Sniper, nö. Was ist da drüben für eine Waffenkiste? Wow. So, was ist hier alles? Was ist dieses Schild?
Jägerklassmod, Feuerfliege. Sirene, hier ist was, Entzündungsschaden. Kontaktgranaten. Alles nicht so. Feuerfliegenklassmod, 3 Phoenix Skill, 2 Diva Skill. Huch. Da vorne war noch eine Waffenkiste, habe ich gesehen. Wer nervt? Also irgendwie mit dieser Waffe ziele ich nicht so gut. Ich kann mich erinnern, da war ich früher besser. So, was haben wir hier? Hier haben wir Waffen für dich. Schreit hier so rum. Hier drüben. Also musst quasi da runter und dann hier drüben wieder hoch. Zack. Ach, hier wieder hoch. Ich habe ganz trockene Lippen die ganze Zeit schon. Das nervt mich ein bisschen. Wer stöhnt denn da so rum? Nee, das ist doch nicht mehr appetitlich. ...67 Schaden bei der SMG, das ist natürlich... Ist das viel? Bei der SMG? Also meine anderen SMG haben 21, 38 und 45. Das ist natürlich dann wirklich ein Unterschied. Die Frage ist halt... Feuerrate... Feuerrate 8,1 und die anderen 8,3 und ja, also der ist vernachlässigbar, der Unterschied. So, wo müssen wir denn jetzt eigentlich lang? Ich suche selber gerade. Irgendwie so richtig verstehen tue ich es nicht, wo wir lang müssen. Vielleicht da hinten irgendwie hoch. Also auf jeden Fall eine Art Weg. Nee, nicht so wirklich, ne? Jetzt hier, Achtung, da kommt ein Skull. Ich kann den nicht mehr auseinanderhalten. Waren Skull die fliegenden Viecher, oder? Nein, Skulls sind die Hunde, die hier rumlaufen. Ah, und dann Skull waren dann die fliegenden Viecher. Genau. Okay. Ja. Das... Nein, Rack waren die fliegenden Viecher. Ah, Rack, ja, nicht Skull. Rack. Skull waren die Chefskulls, glaube ich. Oder? Guck mal, da ist bestimmt Geld. Oh. Komische Musik hier. So, hier ist Munition for you. Geht's hier hoch? Ja. Wenn man nicht zu hoch zum Laufen ist, so wie ich dann schon. Jetzt sind wir aber wieder hier. Irgendwie haben wir den anderen Part drüben verpasst. Oder kam man da nicht hoch? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das hier ist ein neuer. Boah! Warum fliegt denn der so? Wow! Ist das mit deiner Waffe? Hä? Was macht denn deine Waffe, dass die da so wegfliegen? Ich hab keine Ahnung, aber die scheint ordentlich Bums zu haben. Huh. Da oben. Wow.
Alles gut. Wow. Ein Medikit. Wer schießt da noch? Ach der. Mhm. Da ist noch eine Waffenkiste. Und was ist das hier? Ah, die C-Ladung. Okay, ich hab sie. Schrotflinten. So, mal gucken. Zwölfmal 50, 11x 57. Ja, das kann dann schon hinhauen. Die Feuerrate es kommt nah dran, ist aber glaube ich immer noch nicht. Das ist ein Scharfschützengewehr. 220, das ist besser, aber das ist auch wieder nur so geringfügig, dass es nicht. Mann! Wow. Ich hab ihn schon, ich hab ihn schon. Irgendwo schießt noch einer, da oben. Ein Dicker. Hey, Dicky. Komm mal rüber. Noch eine Trophäe für meine Wand. So groß, so böse, so tot. Okay, hier liegt eine Schrot. Ja, nee, nee. Munitionas. Die interessiert mich doch schon mehr. So, und jetzt? Zurück, da müssen wir wieder da oben lang, glaube ich, oder? Mhm, ich glaube ja. Ach, wir sind hier wieder. Ah, Mann, sind wir gut. Aha. Jetzt, ich verstehe. Müssen wir die C-Ladung noch irgendwo zum bringen? Weiß nicht, so? Momentan zeigt der Mann in die Richtung, also würde ich jetzt einfach mal da. Hier stehen noch die Banditen da als Quest. Ach so, stimmt. Warte mal. Okay, das Teil ist echt krass. Okay, hier drüben. Gut, dass du mitgedacht hast. Soll mal vorkommen, ab und zu. Ha. Da kommen wir nicht rein, also müssen wir wieder außen rum. Mist. Wo sind wir denn da vorher lang gelatscht? Da hinten rum. Ah, ja. Los geht's! Okay, es ist irgendwo. Wahrscheinlich da oben. Ist da eine Waffenkiste? Die haben wir wahrscheinlich. Hier ist noch Kohle. Juhu! So. Wie erschießt sie? Wer ist denn da jetzt noch? Ja, wir müssen hier hoch, glaube ich. Ja. Ha. Sind wir da vorne auch schon lang gelaufen? Nein. Geh drauf. Ich glaube, der hat mich nicht gemocht. Wie super angenehm das ist, nicht dauernd auf die Uhr gucken zu müssen, wenn man eine Folge beendet. Super angenehm.
So, was ist da oben? Hier ist nix. Lecker. Was ist das hier? Schrotflinte? Nee, das ist eine. Was ist das? Nasty Repeater. Ah, das sind alles Waffen für dich. Ah, hier müssen wir die C-Ladung anbringen. Da warte ich jetzt aber mal noch ganz kurz, weil hier ist noch irgendwie eine Waffenkiste. Wie kommen wir denn da rein? Man da rein? Was liegt da? Ein Sniper und das andere. Hm. Da ist noch eine Waffenkiste. Wie kommen wir da hin? Ich glaube da oben lang. Warte mal. Die Frage ist, wie kommen wir da wieder raus? Das ist natürlich eine andere Frage. Müssen wir vielleicht erst hier irgendwas in die Luft sprengen und dann können wir da rein? Sollen wir mal probieren? Ich bring mal die C-Ladung an. Oh oh. Schnell weg! Ja, es ist offen. Yay! Also hatte ich recht. Sehr gut. Klasse Sirene. Ist was für dich? Static SMG. Und ich schau mir mal in der Zeit hier. Ah, oh Mann, diese. Das ist alles so schlecht. Hm. Irgendwie hatten wir viel Glück am Anfang, oder? Kann das sein? Ich kann es dir echt nicht sagen. Also von der Schrotflinte her ist es ja eh so, dass ich die von Sledge habe. Also dieses legendäre Artefakt-Dingens. Aber die ist halt total ungenau und irgendwie mag ich sie nicht so sehr. Aber sie macht halt unheimlich viel Schaden. Ja. So, und die Sniper? Glaub, Können wir wieder zurück, oder? Jetzt kommen wir, glaube ich, zurück, ja. Ja, Borderlands speichert. Ich dachte eigentlich, dass dieser komische Typ, den wir da besuchen sollten, dass der ein Gegner ist. Nicht, dass wir für den arbeiten. Hm. Achtung! Hinter uns! Schnell. Klar. So alibimäßig mal schnell ein paar Gegner reingeschickt. Ja. Soll ja nicht zu einfach werden. Ich finde es immer noch scheiße, dass ich am Anfang so viel Geld für meine Haare und so ausgegeben habe. Boah, der ist fett. Gut. So böse, so tot. So, wo war denn jetzt hier? Was willst du? Ach, da, man sieht sogar sein Gesicht. Das wusste ich gar nicht. Habe ich gar nicht gesehen vorhin. Hm, schöne Zähne hat der. Hast du mir seine Zähne angeschaut?
Was willst du? So. Was zur Hölle willst du? Lass bloß die Finger von meinen Sachen. Oh, du hast alle Eindringlinge getötet? Welche Eindringlinge? Ich kann keine sehen.